Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Haarmaske-Knoblauch-Zitronen-Misch-Experiment. Ich habe jetzt ungefähr seit 2 Wochen pausiert und ich muss mal so als Resümee noch einmal bei euch anführen. Meine Haare riechen immer noch richtig doll nach Knoblauch, obwohl ich sie hier in Alanya wirklich jeden Tag wasche. Und zwar mit Shampoo, nicht nur mit Spülung. Aber ich dachte mir, wir setzen unser Experiment auf jeden Fall fort. Was ich hier nicht habe, ist leider ein Föhn. Das heißt, wir können uns jetzt die Haare nicht so schön föhnen. Ich muss mir einen kaufen. Aber trotzdem möchte ich das Experiment heute mit euch fortführen. Mir läuft der Schweiß von allen Rippen, weil es ist wirklich mega heiß hier bei uns in Alanya in der Türkei. Ihr wisst ja, ich bin nach Alanya ausgewandert und werde aber nichtsdestotrotz mit euch weiter die Haarmaske auftragen. Also, wir haben jetzt hier eine Schüssel. Ich dachte auch, ich habe hier bei uns ein Mixgerät, einen kleinen Mixer. Habe ich leider nicht. Den muss ich mir auch unbedingt nochmal zulegen. Ihr wisst zwar, wie diese Maske funktioniert, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal mit euch hier live vor der Kamera machen. Jetzt bin ich natürlich wieder unvorbereitet. Mir fehlt ein Messer. Das hole ich mir mal eben. Mir fehlt Salz und dann habe ich auch alle Zutaten hier bereit. Da wir das lange nicht zusammen gemacht haben, dachte ich mir, wir können das jetzt einmal zusammen machen. Also, ich hatte mir letztes Jahr so ein Knoblauchgerät hier gekauft. Das heißt, man macht die Knoblauch da rein und dann kann man das so schön reiben. Das werde ich mal versuchen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das nicht hingekriegt. Ich bin ja immer zu blöd für so einen Kram. Also so ein Mixgerät kaufen wir uns auf jeden Fall. Gucken wir mal, wo wir sowas hier finden werden. So, und jetzt gehen wir als erstes mal hier rein ein kleines Stück. Ob das zu klein ist, ich weiß nicht, ich mache mal noch eine. Und dann werde ich das reinreiben und versuchen, die Mischung für 2 Tage wieder anzumixen. Und dann tragen wir uns das auf. Und dann zeige ich euch nachher, wenn ich mir das abwasche, wie meine Haare dann aussehen, wenn ich sie wieder getrocknet habe. Mal gucken, was ich alles mitfilme. Aber jetzt war es mir erstmal wichtig, dass wir nochmal wieder diese Knoblauchmischung zusammen machen, damit wir uns das alle nochmal in Erinnerung rufen, wie genau das Mischverhältnis war. Ihr wisst ja, ich mache das Pi mal Daumen. Das macht auch der Herr so, von dem ich dieses Rezept habe. Insofern denke ich mal, nee, da passt noch eine rein. Guck mal, wie viel da reinpasst. Das habe ich mal in so einem ganz günstigen Billo-Laden geholt, dieses Ding. Den werde ich übrigens mit euch besuchen, einmal auf meinem Wolfsmama-Kanal. Guckt also auf dem unbedingt immer mal wieder vorbei. Da zeige ich euch, was ich alles so hier in der Türkei mache. Also, jetzt kommt das Ding hier rein und ich drücke das mal. Seht ihr was? Seht ihr was? Guckt näher zu mir ran vielleicht. So, glaube ich, geht das ganz gut, oder? Ja. Und dann einmal drücken, würde ich sagen, und dann reiben. Kommt nicht drauf. Mama ist wieder zu blöd. Warum klappt das immer bei anderen, nur bei mir nicht? Doch, ein bisschen kommt. Guck mal. Ein bisschen kommt. Ich glaube, man muss drücken und reiben. Es kommt, es kommt. Na, mal gucken. Also, das ist mir jetzt hier zu kompliziert. Ich werde da auf jeden Fall mir nochmal irgendwie was anderes überlegen. Aber es kommt. Guck mal. So wirklich richtig funktioniert das jetzt nicht, ne? Mir rennt der Schweiß sowieso schon von allen Ecken. Nee, also das ist mir jetzt so bescheuert. Das klappt nicht. Ich wusste das. Letztes Jahr hat es auch schon nicht funktioniert. Wieso klappt das bei allen, aber bei mir nicht? Mensch. Und wie geht das jetzt ab? Gar nicht. Man könnte das nämlich auch abmachen. Und dann kann ich das einfach mal so reiben. Geht das vielleicht nicht besser? Ich weiß nicht. Naja, also ich hole mir jetzt am besten eine andere Reibe. Aber wieso? Die ist gut. Machen wir das so. Ich habe hier jetzt auch keine Presse. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. Nicht schneiden, Mädchen, jetzt hier. So, das war das Erste. Naja, also ich werde mich jetzt hier mal durch diese Knoblauchsachen wühlen
Und dann schalte ich euch am besten wieder rein, wenn wir da fertig sind. Wir sind fertig. Meine ganzen Finger sind wund. Guckt euch das mal an von dem Geschabe hier. Aber ich habe das einigermaßen hinbekommen. Ich habe nämlich diese kleinen Reibe jetzt hier kaputt gemacht und dabei hätte ich mich fast richtig geschnitten mit diesem scharfen Messer, weil ich das versucht habe, mit dem Messer so abzudingsen. Oh mein Gott, das wäre fast in die Hose. Und ich weiß noch, dass ich mich fast damit schneide und ich überlege noch, während ich das mache, oh, in welches Krankenhaus muss ich dann gehen, ne? Weil ich bin ja hier in der Türkei. Also, bisschen blöd, ne? So, also wir haben jetzt fast eine ganze Knoblauch reingetan. Nicht ganz. Also wie gesagt, das ist noch übrig. Da habe ich keinen Bock mehr. Also das reicht mir jetzt. Ich würde mal sagen, so 10 Zehen sind da ungefähr drin. Lasst euch bitte nicht von meinem Schweiß hier abhalten, weiter zuzugucken. Also wir haben... Könnt ihr denn nicht sehen jetzt hier? So ist besser. Genau. Also ich werde jetzt die Zitrone da reinmachen. Die haben wir gestern in meinem Garten gepflückt, ne? Ich habe ja hier in meinem Garten Zitronen. Und ich werde jetzt mal so viel reinmachen. Mal gucken. Alles Pi mal Daumen. Und nicht eine ganze, also fast eine halbe Zitrone, aber die ist auch sehr saftig hier. Ja, und dann nochmal so, ja, Pi mal Daumen, 2 Esslöffel, 3 Esslöffel Olivenöl. Und dann nochmal so ein bisschen Salz, so einen halben Viertel Teelöffel oder so. Und jetzt einmal alles umrühren. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Öl reingemacht. Ah, alles kein Problem. Alles nicht so schlimm. Und jetzt wird das alles schön umgerührt. Und dann werde ich das in meine Haare geben. Seht ihr, wie das wird so eine richtig seifige Konsistenz fast, so eine cremeartige Konsistenz. Ich lasse das auch immer so ein bisschen, ich verrühre das immer so ein bisschen länger, damit das auch schön mit dem Knoblauchsaft sich verrühren kann. Ich habe leider keinen Stampfer, das wäre noch mal schöner, dann würde das ganze Knoblauchöl noch so richtig gut rausgedrückt. Aber ich denke, das ist trotzdem in Ordnung. So, wir werden uns das jetzt gleich auftragen und es wird wahrscheinlich alles überall runterbröseln, weil ich keinen Mixer habe, ne? Und das eben keine cremeartige Substanz ist. Ich habe nasse Haare. Ich war nämlich gerade im Pool und habe geduscht. Und jetzt werden wir uns das auftragen. Wir suchen uns jetzt mal ein hübsches Plätzchen. Dann könnt ihr auch ein bisschen Alanya-Feeling mit haben. Und dann werden wir uns das Ganze einmal auftragen. Ja, so sieht das jetzt aus. Kommt und dann gucken wir mal, ob wir hier ein schönes Plätzchen finden. Nee, da ist so viel Sonne, ne? Da gebe ich hin. Ach. Wind, 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 herrlich. So, komme ich hier durch mit meinem Stativ. Einmal schauen. Ja, ich muss es zusammenklappen, sonst wird das nichts. So, und mit Pool-Hintergrund vielleicht. Was meint ihr dazu? Pool-Hintergrund. Und dann einmal auftragen. Nee, gegen das Licht ist kacke, ne? Müssen wir doch auf die andere Seite. Hilft nichts. Also ohne Poolhintergrund. Aber ihr müsst ja sehen, wie ich es an mir auftrage. So. Oh mein Gott, ist das heiß. So. Bisschen runter das Ganze hier, damit ihr auch gucken könnt. So. Der Hintergrund ist jetzt nicht so schön. Aber hier ein bisschen. Komm, ein bisschen habt ihr. Ne? Gut, alles okay. Ja, dann tragen wir uns das einmal auf. Ist mir auch egal, ob das jetzt alles auf mein Kleid kommt. Mach nichts. Und dann lasse ich das so 2 Stunden wieder einwirken. Und dann werde ich das auswaschen, bevor ich in den Pool gehe. Ich muss gleich mal gucken. Irgendwo hat unser Pool ein Leck, weil das Wasser läuft und läuft und läuft. Und irgendwo versickert das alles. Also, einmal hier ordentlich in die Hand genommen. Und ja, da ganz schön viel grobe Stücke hier einmassieren. Hilft nichts. Ich habe halt keinen Mixer. So, noch mehr.
schön einmassieren. Wenn die Haare nass sind, geht das einfacher. Fängt an zu brennen, das ist ein gutes Zeichen. So, und dann lassen wir das Ganze ungefähr 2 Stunden einwirken und dann gucken wir mal, was passiert. So, ein bisschen nach oben einwickeln hier. So, gut, mein Lieben, dann sehen wir uns nachher wieder. Moin, Lieben. So sehe ich jetzt aus nach ein paar Stunden mit dieser Haarmaske. Man kann auch ganz toll erkennen, wie gut die Haare gewachsen sind in den letzten Wochen. Ne? Wahnsinn, also ein gutes Stück hier. Genau, aber ich werde mir das jetzt abwaschen, weil in dieser Hitze läuft ja der ganze Saft überall hin. Also wenn ihr in warmen Ländern seid, so wie ich, also das ist mega eklig. Also ich habe hier überall Öl, wirklich überall. Und schlafen gehen würde ich damit schon mal überhaupt gar nicht. Naja, ich habe jetzt hier an meinem Laptop ein bisschen gearbeitet und werde jetzt in den Pool gehen, aber zuvor mich mit Shampoo und allem Möglichen waschen, weil sonst geht der Shit ja nicht weg. Ne? Also genau, also ich werde jetzt einmal die Haare mit Shampoo waschen, werde meinen Körper mit Shampoo waschen, werde dann ein bisschen in den Pool gehen, werde dann nochmal duschen. Der Nachteil daran ist natürlich, dass ich das Chlorwasser nicht abkriege, dann das müsstest du eigentlich auch nochmal mit Shampoo waschen. Aber ich werde mal versuchen, so wenig wie möglich meine Haare damit in Verbindung zu bringen, nur so kann ich nicht in den Pool, ne? So fertig, da mache ich mir das ganze Poolwasser kaputt. Deswegen einmal ab in die Dusche und heute Abend zeige ich euch dann, wie das Ganze aussieht, wenn sie dann trocken sind. Mal gucken, wann das der Fall ist. Hallo, hallo, hier bin ich wieder und ich bin soweit fertig fürs Bett. Ich war auch nicht mehr im Pool. Ich habe meine Haare einmal durchgekämmt, da waren sie noch so ein bisschen feucht. Aber jetzt sind sie vollständig getrocknet und ich wollte euch noch einmal zeigen, wie das dann aussieht. Also ich habe diese Haare mit Shampoo gewaschen und zwar mit Gliscor Shampoo, habe dann eine Spülung von Fructis reingemacht und so sehen die Haare jetzt aus, nachdem sie an der Luft getrocknet sind. Ich muss euch sagen, dass die Haare sehr, sehr verklettet waren, aber sie waren auch sehr weich, also sind sehr gepflegt, sehr, sehr, sehr schön. Das ist mir sofort aufgefallen, weil seit ich hier in Alanya bin, sind meine Haare tatsächlich sehr strohig, wahrscheinlich auch durch die Luft, durch die salzige Luft hier in Alanya, aber auch durch das Chlor natürlich bedingt. Und heute sind sie sehr weich, ne? Also man sieht es wahrscheinlich aus, sie glänzen, sind einfach nur schön. Also das kann man nicht anders sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin begeistert und werde das mit dem Knoblauch auf jeden Fall weitermachen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch wieder so ein bisschen habe weiterbringen können mit meiner Haarkur, dass ich euch wieder so ein bisschen mit habe an die Hand nehmen können. Natürlich, ich weiß im Moment tatsächlich nicht, ob das schnelle Wachstum meiner Haare und das schnelle Herauswachsen mit der Haarkur, mit der Knoblauchgeschichte zusammenhängt. Aber ich glaube, ein wenig hat es das Wachstum tatsächlich beschleunigt. Aber wir schauen weiter. Wir werden es jetzt jeden Tag auftragen, auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist hier in der Hitze. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß bei meinen Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss!